Uiuiui. Ui. Ja, da muss man nochmal. Nutzi fix. Ja, Freunde, grüßt euch! Ein kleines, schnelles Video. Reisch, drei Seitenkipper ist da, den mag ich euch zeigen. 5,7 Tonnen Stahlboden, Ballonreifen, wollte ich haben, Deichsel Einordnung und hinten Rungen. Hinten hat er Rungen drin, bedeutet, wenn du hinter mir aufmachst, Überlänge latscht. Uiuiui. Ja, da muss man nochmal. Wow, Gadget. Gekauft wie gesehen. Ja, da muss man ein bisschen nachjustieren. Aber mir war wichtig, hier eine Runge. Da drückt es die Bordwand nicht raus. Da drückt es die nicht raus. Und hier müssen wir halt ein bisschen nacharbeiten. Gell? Nein, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Der Blechboden, der ist super. Dem fehlt gar nichts. Nicht verbogen, nicht durchgerascht, gar nichts. Ja, die Rungen Gold wert hinten. Und drei Seitenkipper. Schauen wir mal. Kippt man auf. Mehr Öl habe ich nicht, weil der Frontlader oben ist. Den habe ich jetzt im Eifer des Gefechts vergessen abzulassen. Frontlader ab, weil hätte ich mehr Öl, könnte ich hier kippen. Aber langt das so, ja. Ja. So ein Schäser nicht. Da riecht man den her. Ein bisschen Liebe und Zuneigung wird er kriegen, aber er wird nicht so ausschauen zum Schluss wie der Bulldog. Oder doch? Passt halt optisch gar nichts an. Das gell? Macht nichts. Das ist der Packesel. Vielleicht kriegt er ein bisschen Liebe. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich bin zufrieden. Ablassen, Holz schneiden, machen wir eine Fuhre Holz voll. Wird auch nochmal verkauft, wird ausgeliefert. Im Winter vielleicht will nacharbeiten. Ein paar schöne Reparaturen machen. Wird schon.
Das ist gut. Hat der ab. Hier geblieben. Wie bremst er jetzt? Jetzt halt. Halt hier. Fällt mir ganz gut. Kann ich einhängen. Leider etwas zu hoch für meinen Fall. Aber jetzt kriegen wir eingestellt. Dass das ein bisschen niedriger geht. Bremst du jetzt? Ja. Gut. So kriegen wir es auch. Egal wie es ist, wir kriegen es. Abgehängt, 30 Anhänger, schneiden wir einen Berg auf. Du hast gestern schon Kritik gegeben, Markus, weil die Zapfwelle nicht abgehängt ist. Auf Insta? TikTok. Tatsächlich. Auf TikTok? Hat einer gesagt, du traust dir was. Weil die Zapfwelle nicht angehängt war? Abgedeckt, nicht geschützt. Abgedeckt. Dann zweite, ich lese da mal schnell vor. Weil was alles sehen, gell? Was alles sehen? Ja, der warnt eher gegen Mitdrehen. Gegen Mitdrehen gesichert. Das meint er, dass sie den nicht mitrennt. Ja. Kannst das machen wir. Öffnen. Das machen wir heute. Das machen wir heute. Oberlenker brauchen wir den. Ja. Immer scheiße. Oberlenker und Anhängmaul. Zumindest der obere Bolzen. Ist ärgerlich. Scheißdreck. Jetzt muss ich das Anhängmal nochmal wegmachen. Mit Säge bloß ein bisschen an. Lass ich so. Ja, Freunde, Oberlenker hänge ich jetzt gar nicht ein. Erst später, wenn ich fahre, weil das Anhängmal blöderweise dort ist. Und ich bringe den oberen Bolzen nicht raus, weil der Unterlenker schon hängt. Teufelskreis. Die wenigsten werden wissen, wo das Problem ist. Aber die ab und zu was anhängen mit Oberlenker und Anhängmal und Unterlenker, die wissen, warum jetzt ich den Bolzen nicht rauskriege. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir lassen es so, wie es ist. Schneiden, nauf. Schneiden, nauf. Zapfwelle ohne Schutz läuft bei dir. Das war der Kommentar. Echt jetzt? Ja. Ja, Schutz. Brauchen wir jetzt noch echt so einen Schutz. Das Problem ist das, dass die Zapfwelle, dass die nichts hat. Einige haben aber geschrieben, dass das eigentlich jetzt kein Problem ist. Ach so. Da war eine Kette da, aber die ist verhunagelt. Nein, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Zapfwelle ohne Schutz, das geht gar nicht.
Vor allem nicht im Sicherheitsjahr 2023. Ich war schon lang fertig, wenn ich nicht dauernd alles beachten müsst. Passt ja wieder nicht. Passt ja wieder nicht. Ja, brauchen wir andere Ketten. Herrschaftszeiten. Also ich habe jetzt nichts anderes da. Muss ein Pressbandel her. Das fängt bestimmt zum Brenner an. Ja, irgendwas ist da auch wieder. Das wiegelt sich rum und. Jetzt. Ja, das ist bestimmt nicht regelkonform. Das weiß ich auch. Ja, jetzt kann sie es nur mitdrehen. Aber wo ist das Problem, wenn sie es mitdreht? Dass sie was rumwickeln kann, ja. Aber das ist ja jetzt viel gefährlicher. Nein, jetzt drehen sie das nicht mehr mit. Jetzt drehen sie nur das Innenleben von der Zapfwelle. Mhm. Das schneide ich jetzt da ab. Ja, und dann? Dann gibt es Kommentare, dass das auch nicht ordnungsgemäß ist. Aber jetzt. Die Zapfwelle ist das von einem IHC her, weil ein IHC drum steht. Scheiße, ja. GTA, aber IHC. Ah, Pharma 4S. GTA. IHC. Geht die nur an die Modelle dann hier oder wie? Wahrscheinlich passt die halt von dem Abstand her. Der Besitzer, der jetzt draufgeschrieben haben. Der hat immer einen International gehabt, einen IHC. Vielleicht drehe ich es ihm durch. Machen wir kurz, dass sich da keiner verhängt. So, gesichert. Wenn dann keine Einwände mehr sein, darf ich gerne schneiden anfangen. Wichtig ist nämlich, dass geschnitten wird, solange es trocken ist. So, was machen wir denn da? Ja, den drucken wir ein bisschen und. Substanz ist gut, gefällt mir. Guter Blechboden. Alles andere ist Schmuck am Nachthemd. Ballonreifen, drei Seitenkipper, Deichsel, gute Substanz, ein paar Mängel hat er, die bessern wir aus. Und dann kann man da eine Zukunft haben mit dem Anhänger. Reicht drei Seitenkipper, 5,7 Tonnen, Ladehöhe, Ladekante. Für mich war wichtig, von der Ladehöhe, dass er nicht zu hoch ist. Der Boden ist echt gut. Da ist nichts vergammelt. Der kann Blech gammeln. Ja, verrosten. Ja, gut. Aber Holz wird morsch. Die Kante hat einen Meter. Und dann haben wir da hinten einen Meter. Meter 5, würde ich sagen. Meter 5. Meter 5, Meter 6. Irgendwie sowas. Das geht noch. Weil ich lang dann. Auf die Höhe lang hinauf. Dann bring ich einen Meter drauf. Wenn du jetzt einen neuen Höhen hast, wenn er schon 1,10 Meter, 1,15 Meter hat und dann einen Meter aufladen, wird immer höher. Im Gegensatz dazu hat er der Reisch Anhänger, nicht der Reischkipper. Der 3,7 Tonner, der kleine. Der, glaube ich, der war so schön niedrig, war der. Den messen wir auch nochmal. Der hat 1,5 Meter ungefähr. Okay. 3,7 Tonnen Reisch ist natürlich schon ein Spielzeug. Aber der hat halt hier nur 90. 88. 88. 88. Das ist schon schön zum Aufladen. Da ladest du einen Meter auf. Dann bist du hier. Bei dem mit einem 1,05 Meter bist du schon hier. Geht aber nur. Dafür Blechboden, drei Seitenkipper, hinten Rungen. Und ganz andere Reifen. Weil mit den Reifen da, da bin ich immer untergegangen. Jetzt fangen wir an mit Holzschneiden. Hören wir auf, ein kleines schnelles Video. Vorstellung, Reisch, drei Seitenkipper. Wenn ich jetzt noch einmal sage. Ja, du lauerst, ich denke mir gerade die ganze Zeit. Jedes Fützel schaust du jetzt an, zu jedem sagst du was. Ich habe ihn frisch abgeholt jetzt gerade. Ja, ich freue mich, dass dich gefreut, aber. Für mich ist ja neu. Ich muss jetzt auch anhören, mir. Ja. Ja. Ist langweilig. Mir ist es langweilig, ja. Schreibt es rein in die Kommentare, ob es euch interessiert. Dann zeige ich ihn halt nicht mehr.
reißt drei Seitenkipper mit Stahlboden und hinten und vorne Rungen, ja. Ballonreifen. Und wie hoch das ist. Das sind wichtige Themen im Holz, wie hoch der ist. Stell dir vor, du gehst mit dem Anhänger raus, der hat schon die Höhe. Und dann möchtest du noch einen Meter aufladen. Breite. Alter. Breite. Ich fahr jetzt. Breite, 2 Meter. Genau 2 Meter. Innenmaß genau 2 Meter. Jetzt werden wir quasi 2 Meter draußen schneiden, also einen Meter schneiden. Lieber schneiden wir 98, dann haben wir ein bisschen Luft, dann bringen wir es sauber rein. Dann brauche ich nicht aufklappen. Super, Länge. Außenmaß ist völlig wurscht. Wir laden ja eh so. Ja, außer wir laden 4 Reihen quer. 4 Reihen quer. Mit dem Frontlader hingefahren und dann über. Tschüss. Jetzt hören wir auf, der Kameramann kann es nicht mehr hören. Ja. Schreibt es rein in die Kommentare. Dann sehen wir uns nächste Woche. Vielleicht so mit ihm im Einsatz. Oder ein anderes Thema. Anhängmal. Das Anhängmal ist ausgeschlackert. Das machen wir als nächstes. So schaut's aus. Macht das gut. Für euch. Gar nicht dein Thema, oder wie? Gar nicht, aber das mit dem Anhängmal ist auch nicht mein Thema und das ist schon super angekommen eigentlich. Aber du hast deine Themen sind aber, weiß auch nicht. Ja. Ich fahr halt gern mit dem Himmelwein nebenher, gell? Das mache ich gern. Ja. Ja, Freunde, kalt wird's. Ist wieder Zeit für selber gemacht Mützen. Schaut's rein, Online-Shop, blau und schwarz. Ich hab schwarz. Beide gut. Echt, sind's beide gut? Beide gleich gut. Ist da nicht der Unterschied? Eigentlich nur, du regst mich heute ein bisschen auf. Du bist halt so, wie sagt man da, spitzfindig. Naja, nichts passt. Das Thema passt nicht, der Anhänger passt nicht. Ich hab Hunger. Achso, du hast Hunger. Jetzt müssen wir aufhören. Kameramann hat Hunger. Gibt nichts Schlimmeres. Wie eine hungrige Frau. Macht das gut für euch. Hungrige Frau, sagst du nur vor der Kamera. Da haben wir sagen, ein hungriges Weib. Ein hungriges Weib. Entweder ein hungriges Weib oder ein hungriges Weih. Aber unterm Strich ist das Gleiche. Nichts Schlimmes als ein hungriges Weib. Geh mal.